Junge! Okay, macht das niemals nach, Leute. Hallo, Freunde! Alter! Guten Morgen! Was geht ab? Fleißig am Putzen oder was? Baby, was ist denn hier los? Alter, du bist ja eine richtig fleißige Biene. Junge, es ist so räudig hier. Nimm mal eine gute Nase. Guck mal, die ganzen Fliegen. Alter! Oh, der ganze Boden, Alter. Da kann ich mich sogar drin sehen. Moin, Lotte. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Guck dir mal diese Bastarde an. Junge, irgendein Affe. Ja? Haben wir Affen im UFO? Zwei Stück, drei. Ich bin auch nicht ganz unschuldig. Okay. Wir haben unseren Müll nicht rausgebracht über die Gamescom. Au! Dazu kann ich kurz sagen, ich bin ausnahmsweise mal nicht schuld. Also ich habe keinerlei Müll hier hinterlassen. Hier sind noch Kleckse vom Donut. Guck mal hier, vom Donutbutton, da, wo du hingespritzt hast. Schau mal. Das war... Hä, wie sollen wir denn da hingekleckst haben? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Ja? Ja gut, ich muss dann auch ganz kurz den weiter. Ich mach... Ja, ich bring gleich tatsächlich. Wir können gleich gerne den Müll runter. Oh Gott! Ey Junge, warte mal. Hat jemand irgendwie Feuerzeugkohle im Deal oder zünd ich die an? Komm. Nein, das machst du nicht. Da passiert nichts. Komm. Unter keinen Umständen macht ihr das. Macht das nach. Unter keinen Umständen. Genau. Alter, ich. Kriegt immer eins rum. Ja. Get it from my mama. Also Leute, unter keinen Umständen. Revi, nicht, dass du stirbst. Ganz ehrlich, mach das nicht. Mach das nicht. Junge! Wir müssen alle verrecken! Raus mit euch! Geh woanders hin! Es ist meine Küche! Das vor allen Dingen! Oh, Junge! Ist das ein schlechtes Vorbild, was ich hier gerade bin? Ja, das ist tatsächlich. Mach das niemals nach! Das ist ein schönes Feuerzeug. Love is in the air. Ja. Alter, love is in the air. Funktioniert aber nicht, ne? Es ist aber auch gut zu kommen. Lass die lieber in Ruhe. Ist alles gut? Einmal noch hier am Schrank. Boah, Junge! Okay, mach das niemals nach, Leute. Fliegen, sterben schon. Also, Junge, sind das, ich glaube, die Reifen an, Alter. die sind alle hier. Vor allen Dingen fliegen die alle in mein Zimmer. Erstmal kurze Info, meine Damen und Herren. Hallo. Noch mal eine ganz, ganz kurze Durchsage, damit auch wirklich der allerletzte es versteht. Meine Damen und Herren, macht das bitte wirklich nicht nach. Das war nicht die smarteste Aktion von uns und. Ich möchte jetzt nochmal ausdrücklich sagen, es ist immer noch Feuer, mit dem man das spielt. Wenn das irgendjemand aus Versehen oder warum auch immer dann im Eifer des Gefechts gegen irgendeine Person richtet, uncool, Leute, wirklich die hundertprozentig ernst gemeinte Nachricht, Message, whatever an euch, macht es nicht nach. Guckt euch den kleinen Revi an, wie er damit ein bisschen rumspielt, aber kommt bitte wirklich selber nicht auf die Idee. So, jetzt aber zu was Erfreulichem und zwar den Rest des Videos. Warum ich am heutigen Tag hier bin, wir haben es gerade, glaube ich, circa 11 Uhr. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal angekündigt, dass ein paar Sachen zu mir geschickt werden, noch von der Gamescom. Die Leute von YouTube Gaming bringen den Stissel vorbei, beziehungsweise, glaube ich, irgendwie so eine Agentur. Zwischen 11 und 13 Uhr und da warte ich jetzt. Deswegen bin ich jetzt hier im UFO und habe einen aufräumenden Revi entdeckt. Alter, machst du jetzt so eine Falle? Ja. Ja, mit Essig oder so, das haben die Leute gesagt. Alter, du bist ein Profi. Auch wenn du uns fast beide umgebracht hättest. Alter, ich habe keinen blassen Schimmer. Nee, wahrscheinlich sieht man das auf der Kamera nicht. Aber hier sieht man das. Alter, hier ist so eine richtig fette Party, Leute. Es ist wie bei den Flodders. Boden. So, und jetzt müssen wir das trinken, Palle. Dann okay. Verschwinden die. Genau, wir müssen das trinken, dann verschwinden die. Sehr gute Sache. Schön. Digga, ja, den habe ich ausgeräumt. Wird alles leer gemacht, ey. Alter. Wir haben nicht mal Papiertücher hier. Weißt du was, wenn du da mit diesen Lappen hier. Und das Lappen. Super. Das ist doch Lappen super. Mit dem Lappen hier sauber. Wollen wir den Müll mal runterbringen? Nein, der ist doch gut, der riecht doch. Ich liebe Müll. Der ist super lecker. Lass ihn stehen, der Duft. Ich muss mal die Tür hier zumachen. Weil die machen bei mir jetzt hier Party. Aber mir werdet ihr ausnahmsweise mal nichts finden. Die Sachen, wenn die gleich ankommen, von mir unten annehmen. Hier kannst du ja niemanden reinlassen. Rezo kommt zu mir um 13 Uhr. Was meinst du, wenn ich sauber mache? Ja, sehr gut. Den Lappen kannst auch in den Müll. Macht ihr ein bisschen Mucke, oder was? Ja. Alter, nice. This track. Gegen Marcel, oh Gott! Gegen Marcel Scorpion. Hast du das geile Twitter-Bild gesehen? Von Marcel? Nee. Mit Smurf und mir? Achso, ja. Alter, Junge. Junge, ihr zwei falten hier in den Rücken, weißt du? Ich möchte nochmal sagen, meine Damen und Herren, im letzten Vlog, da hatte ich eine Präzision, 100er Präsi hatte ich da. Wo ist das Bundesverfassungsgericht? Berlin, Koblenz oder Karlsruhe? Berlin, was sagst du? Koblenz! Bei deiner Mutter! Oh. War so semi-optimal. Hey! Mein Sofa ist so ein Drecksloch. Ja, dank euch. Ja, anfangs, guck mal, mein Müllzimmer hat sich in ein Valhalla verwandelt. Ich weiß zwar nicht, was ein Valhalla ist,
Aber klang cool. Ja, das kann ich aber auch, weil alle anderen machen es nämlich so, die stellen einfach ihren scheiß Müll, den ganzen Kack, stellen die einfach hier hin und gehen. Dann ist natürlich das eigene Zimmer ordentlich. Okay, ich helfe dir, ich nehme auch einen Müllbeutel. Pass auf, einer von denen ist Leaking. Einer ist Leaking. Boah! Einmal einer mit Isis Scheiße. Boah. Nee, das. Ja, das ist alles nass, Mann. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Guck mal, ich habe den Müll eine Sekunde angefasst. Und so sehen meine Hände jetzt aus. Boah. Hallo? Hilfe? Was macht ihr? Was geht ab, Leute? Wir werden jetzt ein wenig Müll rausbringen. Verrückt, aber wahr. Alter, der geile Müll. Ich glaube, er kommt nicht mehr. Ich weiß nicht, was er da macht. Junge. Warum redest du da? Mit mir selbst. Oh. Und mit meinen Zuschauern. Das ist der schwerste Müllbeutel meines Lebens. Boah. Nein. Boah. Kommt doch, was weißt du was? Boah. Komm, wir müssen uns beeilen, Alter. Wir müssen ich muss da nochmal Müllbeutel rüber machen. Du musst einfach hinne machen. Das ist so nasty. Und ich möchte nochmal kurzzeitig erwähnen, es ist nicht meine Schuld. Ach, junge Tür, jetzt chill doch mal. Chill deine Basis, wie du gehst jetzt wieder zu, Tür. Ich schwöre dir, ich rufe deine Mutter an. Ich rede mit der Tür. Schau, das Ding ist ja, ich bin ja gelernter Immobilienkaufmann, ne? Ja. Ich habe ja echt schon viele Drecklöcher gesehen. Aber das UFO übersteigt alles, meinst du? Ja, es geht. Es gab Schlimmeres, aber... Nee, wir müssen uns beeilen, weil nicht, dass es klingelt, während wir unten sind. Boah! Was ist denn das überhaupt? Ist das Wahlsperma oder sowas? Okay, warte, pass auf. Du musst jetzt den Beutel halten. Junge, ich halte hier schon einen Beutel, Mann. Ich will deinen Beutel nicht halten. Du musst meinen Beutel jetzt halten, Palle. Ich will deinen Beutel nicht halten, Mann. Das habe ich schon mal gemacht. Da haben wir doch zusammen gewohnt. So, die Tür kann ja zu. Rasti! Aber. Geil. Und was machen wir damit? Wir trinken. Achso, wir haben nicht mal gedrückt. Wir müssen das gleich wegmachen, ne? Macht das nicht der Typ, der die Fangeschenke aufbringt? Meinst du? Nee, ich glaube nicht, dass der das macht. Ja. Okay. Ich guck ganz kurz, ob jemand da ist. Hier steht jemand. Ich hab doch jetzt noch selber alles. Ja, scheiße gelaufen. Er schmeißt rup. Warte mal, wir können ja mal hier gucken. Oh, guck mal hier, Alter. Oh, Junge. Eldorado, Junge. Huh. Ich frage mich, wenn du mich so voll im Gesicht gekommen lässt. Boah, Leute. Also, ich weiß nicht, was es ist. Aber es ist nasty. Nein, das ist schon wieder. Wie macht es das? Das ist irgendeine Säure, die sich da durchfrisst, Alter. Wir haben irgendeine Biowaffe entwickelt. Hoffentlich. Und dass wir es wollten. Morgen ist die Mülltonne weg, der ganze Raum. Das Haus löst sich jetzt auf. Der Fruchtfliegenkönig hat den Krieg uns angesagt. Der Fruchtfliegenkönig. Zusammen mit dem Brownie-Bandit. Perfekt. Ich bin noch sehr passioniert, das Thema Müll. Boah, ich muss mal unbedingt die Hände waschen. Nein, Quatsch. Ich nicht so an. Halt mal ganz kurz den Aufzug auf, ich hol mal kurz den Lappen. Ja. So, we need a Gem-Tür. Ja, zu Recht. Vielleicht bin ich jetzt ihr König. Mann, Tür. Mein Buddy. Baby, die Tür geht langsam zu. Das hier? Tschüss. Oh, Mann. Ast rein. Hände waschen. Oh, eine Fruchtfliege. Mensch, du hier. Ist ja völlig verrückt. Euch habe ich auch den ganzen Tag noch nicht gesehen. Haben wir da noch Papier? Haben wir irgendwas um die Hände? Na was? Papier. Wir haben nicht mal Klopapier, Bruder. Mann! Ist auch? Als ob. Hi! Was hast du denn noch? Alter, hier fliegen überall Fliegen, ne? Überall, es ist so krank. Revi, die Sachen sind da! Aber guck mal, hast du sowas bekommen? Was ist das? Alter, ein dicker, fetter Lutscher. Ich werde auf jeden Fall die Tage mal nachgucken, denn ich habe mir gedacht, ich werde hier einfach im UFO immer ein bisschen was auspacken. Das ist irgendwie ganz cool, da kann ich mir vielleicht mal den einen oder anderen dazu holen. Dann werden wir ein bisschen, da verbinden wir einfach mal UFO-Vlog mit ein wenig auspacken. Ist, glaube ich, eine ziemlich nice Sache. Hier ist noch ein bisschen Wendstiesel.
Aber da ist auf jeden Fall noch so einiges. Boah, das machen wir dann aber wann anders, denn ich muss jetzt unbedingt nach Hause. Denn ich habe noch den einen oder anderen Termin mit dem guten alten GLP. Leute, das war's. Lasst eine kleine Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, schaut unbedingt bei dem guten alten Revi vorbei. Wir haben viele Abenteuer erlebt. Dankeschön. In diesem Sinne, habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.